Ich bin der böse Baron. Und die Prinzessin wird meine Frau werden. Und all diese Bären machen so böse Sachen, weil sie böse für die Bären sind. Ich heirate euch niemals. Oh, mir gefällt ihr Temperament. Shit. Naja, gut. Wir müssen hier runter. Wir müssen ja die Prinzessin retten. In dieser Spielzeugfabrik hier. Gehen wir mal weiter. Da ist noch ein Schatz, den hätte ich fast übersehen. Nicht mit mir! Dann erschien ein weiser Alter vor dem Helden. Ratet mal! Rief der alte Mann. Nicht eins von euren Rätseln. Die sind zu schwer. Lasst ihn einfach die Truhe öffnen. Wenn alle Triss Tross sind und alle Tross sind Truss, dann sind auch alle Triss logischerweise Truss. Richtig oder falsch? Das ist eigentlich ganz leicht. Gebt ihm einfach das Schwert. Ihr habt mein Rätsel verdorben. Ich hab ewig dafür gebraucht. Und jetzt bekommt er das Schwert. Diese Aufentstandung hätte schwerer sein sollen. Okay, wir haben jetzt hier dieses Schwert. Naja, wir gehen mal weiter. Verfolgt den Baron und zieht an diesem Hebel. Aber das Schwert sieht schon nicht schlecht aus. Okay, wer hat den Hebel eingebaut? Ich dachte, ihr. Das ist doch Jims Aufgabe. Denken wir uns schnell was aus. Wie wäre es denn mit einem hübschen Schwarm Schmetterlinge? Ziemlich verarscht. Ein furchtbares Spiel. Ehrlich. Wie wäre es mit einem Kampf gegen hohle Männer? Ja, wir sollten Blut fließen lassen. Dann sollen sie mal kommen. Papa ist bereit. Atomexplosion war das ja fast. Noch mehr? Kommt nur! Der Held ist bereit! Kein Problem. Stirb! Stirb, Was willst du jetzt sterben? Als die hohlen Männer besiegt waren, zog der Held weiter. Okay, voll die Pfeile. Also, das, ich finde das Spiel einfach nur toll. Das sind richtig schöne Quests, das macht Spaß. Törichter Held, euer Abenteuer endet hier. Die Monster in dieser Schlucht werden euch verschlingen. Schauen wir mal. Umgeklappt. Mal sehen, was hier denn für Monster auf uns warten. Scheint nichts Wildes. Was ist das denn hier? Aufheben. Legendäres Kondom der Götter plus 5. Dieses hervorragende Verhütungsmittel wurde zu ihrem Vergnügen in den Feuern der Hölle selbst geschmiedet. Okay. Von plus 5, so wie man es ja aus RPGs kennt. Die kaltblütigen Monster sind. Hina? What the? Ja, ich wollte etwas Nettes, aber gleichzeitig auch zum Nachdenken über unsere Beziehung zur Nahrung anregen. Zum Teufel, Ben, ihr... Moment, ich mach das. Da! Das ist kein gewöhnliches Huhn. Das ist ein Feuerschwein des Dämonenhuhn. Okay. Erledigt sie lieber nicht so schnell. Das ist langweilig. Oh lol. Oh, das sind ja voll viele. Das könnte sich entzünden. Stirb. Ich dachte, der Held wäre erledigt. Alter, die sind ja mal gar nicht so ohne. Das sind voll viele nämlich.
tun Sie mir leid. Shit, die treffe ich nicht. Sterbt! Das war ihr Hühner des Bösen! Der mächtige Held besiegte die feuerspeienden dämonischen Hühner des Schreckens. Er lief Evil Chicken, würde Kronkert sagen. Aus den finsteren Höhlen. Evil Chicken. So, wir sind raus aus der Höhle. Der Held erschien im Licht und fand den bösen Baron kampfbereit. Hilfe, Held! Nur ihr könnt helfen! Ich, der Baron, dulde euer Eindringen nicht mehr. Meine Hop-Elite-Wachen kümmern sich um euch. Sie gieren nach Menschenfleisch. Ah! Schnell sind sie. Könnten wir auch mal das komische Schwert von denen ausprobieren. Das Hopsgemetzel! Lasst sie euch töten! Wow, was ist denn jetzt mit dem Schwert los? Ach, er lebt noch, oder was? Na komm, ich helfe dir. Hört auf, meine Waffen zu töten! Nein, werde ich nicht. Stopp das Hopsgemetzel! Lasst sie euch töten! Verdammt! Meine Anklage! Das kann nicht sein! Stirb! Noch ein Hopf weniger! Zeig, Scheiß auf Schwertkampf! Hey! Oh Mann, ihr gebt wohl nie auf. Aber oh, jetzt ist der Blockmesh. Tötet keine Hops mehr! Aber warum? Diese Hops sind einem Helden wie euch nicht gewachsen. Das stimmt wohl. Arme Kerle, tut mir fast leid. So, weiter in Richtung Prinzessin. Wir müssen sie retten. Das sieht so nach Endboss-Arena aus. Ja, Hops. Und ein Hops-Magier noch dabei. So, dann lassen wir mal ein paar Kreaturen erstehen. Haha! Boden der Dunkelheit. Wir machen nochmal eine mächtige Explosion. Nicht dieses Kindergetue hier. Eine mächtige Explosion. Die dauert zwar ein bisschen länger und da ist sie. Noch jemand hier, das noch, ne? Des Barons lagen dem Helden zu Füßen. Nichts stand zwischen ihm und dem bösen Baron. Ich fordere euch zum Kampf, Held. Aber wisst, dass ich immun gegen alle Waffen bin. Bis auf eine. Ein magisches Schwert, das der Fluch meiner Existenz ist. Small. Aber das könnt ihr unmöglich haben. Das Fluchschwert! Das kann nicht sein! Nein! Ich sterbe! In was für einem Spiel kann man den Fiesling mit einem Hieb töten? Der Held hat das Fluchschwert des Barons von euch. Ja, aber es sollte nicht so einfach zu kriegen sein. Hört endlich auf, Leute, ja? Also, zurück zum Spiel. Oh, danke für die Rettung. Wie kann ich euch nur belohnen? Gib mir 40 Gildensiegel und ich hab da schon eine Idee. Ja. Der Held küsst die Prinzessin. Aber nur, weil sie es will. Sie ist eine starke, selbstbewusste Frau, die ihr Leben selbst bestimmt. Ja, komm, wir küssen sie schnell.
Und beide lebten glücklich bis ans Ende? Hätten sie ja. Aber der Baron hatte die Prinzessin vergiftet und sie starb einen grauenvollen Tod. Ihre Todesschreie quälten einen Stalljungen im Ort, der später ein grausamer Serienkiller wurde. Und ein Kannibale. Ihr seid krank, Jim. Warum wollt ihr immer alle töten? Kann es denn kein Happy End geben? Das ist ein Happy End. Ich stimme Ben zu. Sie lebten glücklich bis an ihr Ende, ohne Kannibalismus. Na genau. Toll. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh, hoffentlich machen wir den Tisch nicht kaputt und das Spielbrett, wenn wir jetzt wieder groß werden. Aber das war nochmal eine schöne Quest. Hat mir gut gefallen. Im Endeffekt war es ja auch nur Kämpferei und so, aber die Aufmachung davon, die Gestaltung, sehr schön. Ausgezeichnet, das war fantastisch. Ja, hinten links rastet voll aus. Sein. Mein Zaubererbarde sollte ein Lied über euch schreiben. Ha, was auch immer. Wir verleihen euch den Titel Ehrenmeister der Verliese. Yay. Yeah. Kugel vom Magika, haben wir die jetzt bekommen oder was? Ihr habt das Spiel überlebt und seid wieder in der Realität angekommen. Aber war das überhaupt ein Spiel? Und ist dies die Realität? Vielleicht ist es noch nicht vorbei. Vielleicht hat es erst begonnen. Nein, es ist vorbei. 40 Gildensiegel haben wir für diese Quest gut bekommen. Gelaufen, oder? Ein tolles Spiel. Eins fehlt noch. Wann treffen wir uns wieder? Nächste Woche selbst. Kannst du mit dir interagieren? Wo ist die Kugel? Kugel? Welche Kugel? Na, welche schon? Die Kugel der interplanaren Übertragung. Der Held. Oh, ist doch egal. Für ein magisches Artefakt mit unermesslicher Macht war sie etwas schäbig. Naja, was haben wir hier? Eine Vagabundenhose. Ach, das hatten wir doch schon alles. So. Gehen wir hier mal raus. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hinlaufe. Aber wir brauchen noch ein Gildensiegel. Und dazu sprechen wir doch einfach irgendeinen Bewohner an. Quasi und nehmen uns ein Gildensiegel. Wie ist das, wenn man so unbedeutend ist? Ich höre hier einen Zwerg. Wo ist er? Wisst ihr, was mir an Menschen gut gefällt? Sie sterben. Wo ist der Zwerg? Da ist er. Ich mag am liebsten Musik, Sonnenschein und Liebe. Und jetzt habt ihr es getan. So. Den Zwerg haben wir. Und ihr seid auch wach, das ist doch schön. Interaktion. Im Vergleich zu euch sind wir alle Lauder. Hässlich. Wo das stimmt allerdings. Es ist ach, dann reicht doch Geld geben. Mit Verlaub, yeah. Sir, ihr habt euch ein beträchtliches Maß Unterstützung bei der Bevölkerung verdient. Sehr beeindruckend. Jawohl, ich ja. Ich denke, das wäre ein guter Moment, um in das schäbige Loch zurückzukehren, das eure neuen Rebellenfreunde ihr Heim nennen. Das machen wir auch direkt. Chuck, wo hast du einen Schatz gefunden? Hier drin? Ja, tatsächlich. Ihr habt das Geld. Euch gehört die Welt. Wer ist das denn da? Was ist hier drin? Ein Rubin. Sehr schön. Und wer bist du denn überhaupt? Mit mir habt ihr eine tolle Zeit. Eine Prostituierte etwa? Einladung zum Sex. Oh, ich hab drauf geklickt, sie will manchmal schon schlafen, nimmt sie Kuh bei der Hand, um sie zum Bett zu führen. Ja, nö. Wir haben zwar dafür bezahlt schon, aber da will ich erst einmal hier ein Häuschen kaufen. Ich habe keine Lust mit der jetzt bis nach Dings zu laufen, ins Mistpicktal zu unserer Jagdhütte. Also bitte, das ist kilometerweit entfernt. Wanted. Page. Achso, Page wird gesucht. Wenn ich meine Jungs jemals bei diesen Schwert- und Drachenspielen erwische, seht euch nur Mark und seine beiden Freunde an. Hier drin gibt's noch eine Quest. Es tut mir sehr leid. Heute Nacht müsst ihr woanders unterkommen. Woanders? Und wohin genau? Alles ist geschlossen. Auf der Straße werde ich noch erfrieren. Wenn ich Glück habe und mir Logans Schläger nicht schon vorher den Kopf einschlagen. Glaubt ihr außer euch hat...